Willkommen zum Podcast Gesundheit, Schönheit und Vitalität. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Annette Jasper. Dein Körper ist dein Tempel. Halte ihn sauber und rein, damit die Seele drin wohnen kann. Willkommen zum Podcast Yoga. Warum lieben so viele Menschen Yoga und vor allem, was könnte Yoga dir geben? Gerne erzähle ich dir meine Geschichte vom Yoga. Warum und wie habe ich eigentlich mit Yoga begonnen? Nun, das hatte damals eigentlich praktische Gründe. Ich hatte zwei kleine Kinder, einen Fulltime-Job, meine Zahnarztpraxis, auch noch ein Au-pair-Mädchen, also eigentlich drei kleine Kinder, und mein Mann war sehr viel beruflich unterwegs. Ich hatte also absolut keine Zeit, um Sport zu treiben, und ich hatte auch keine Zeit, um mich in irgendeiner Art zu regenerieren und auch keine Zeit natürlich, um ins Fitnessstudio zu gehen. Also kaufte ich mir eine Yogamatte. Ich kannte schon einige Yoga-Übungen, weil ich schon im Fitnessstudio Yoga-Kurse gemacht habe. Ich hatte das seinerzeit eigentlich mehr so aus der Richtung des Sports gesehen. Das waren für mich eigentlich mehr Dehnübungen. Und als nun also die Zeit kam, von der ich gerade erzählte, wo ich überhaupt keine Zeit hatte und ich mich entschloss, komm, dann machst du zu Hause wenigstens Yoga, dann stehst du einfach ein bisschen früher auf, wenn alle anderen noch schlafen. Das ist die schönste Zeit des Tages, die Zeit, die ich ganz für mich habe. Und dann machst du einfach diese Yoga-Übung, die du hast, die du kannst, die du so mitbekommen hast. Das war toll, vor allem, weil ich diese Übungen ja auch überall machen konnte. Ich brauchte nur meine Yogamatte, beziehungsweise eigentlich, also wenn man ganz ehrlich ist, man braucht ja noch nicht einmal diese Yogamatte. Also diese Yogamatte ist ja schon so ein Luxus, so aus westlichen Ländern. Ein Luxus, den wir brauchen, ne? So Statussymbol. Frau oder Mann natürlich geht mit Yogamatte ins Yogastudio, hat dann seine eigene Yogamatte, vielleicht noch eine ganz besondere von einem speziellen Yogi. Also gut, ich hatte also meine Yogamatte und von irgendwann fing ich an und machte einfach dann jeden Tag eine halbe Stunde meine Yoga-Übungen, Meditation und Yoga. Wie hat mir Yoga eigentlich damals geholfen? Ja, wenn ich so drüber nachdenke, die Tage waren unterschiedlich, natürlich. Du weißt, dein Körper ist nicht jeden Tag gleich gut drauf. Deine Seele ist ja auch nicht jeden Tag gleich gut drauf. Aber Yoga hat mich doch ruhiger gemacht. Ruhiger, gelassener. Ich konnte einfach dadurch, dass ich schon morgens, bevor der Tag begann, meditiert hatte, in mich gekehrt war, konnte ich einfach gelassener den Tag starten. Ich hatte mir mehr Zeit genommen für den Tag, für den Morgen, für den Tag. Ich konnte gelassener mit meinen Kindern den Morgen beginnen und natürlich mit allen anderen Mitmenschen. Yoga stärkt auch die Psyche, die Konzentration. Ja? Denn wenn du die Übungen, wenn du die Asanas durchführst, dann ist deine Aufmerksamkeit in dem Hier und Jetzt, die ist bei der Übung. Also natürlich, wenn deine Aufmerksamkeit nicht bei der Übung ist, die schweift auch mal weg, ganz klar, dann merkst du, dass du das Gleichgewicht verlierst und dass du einfach die Übung fahrig machst, also dass sie einfach nicht,
ja, nicht gescheit ist. Also zum Beispiel, wenn du den Baum, die Baumfigur machen möchtest oder eine Kerze oder was, dann merkst du, wenn deine Aufmerksamkeit nicht bei der Übung ist, im Hier und Jetzt, dann funktioniert es nicht. Das heißt, du stärkst mit der Übung deine Konzentration, weil du willst ja diese Übung ja machen. Ja, natürlich wird dadurch auch deine Geduld geschult, denn du lernst tatsächlich durch das Yoga jeden Tag ein bisschen mehr wirklich im Moment zu denken, ja, so wie du das dann auch im Alltag tust. Warum werden wir denn ungeduldig im Alltag? Also warum sind wir denn oder werden wir an eine Supermarktkasse ungeduldig? Ja, eigentlich nur dann, wenn wir eben nicht im Hier und Jetzt sind. Wenn wir schon daran denken, oh, ich habe jetzt den nächsten Termin in 10 Minuten oder 15 Minuten, wenn ich jetzt hier so lange an der Kasse sitzen, stehen muss, dann schaffe ich diesen Termin nicht und. Also eben dann, wenn du nicht im Hier und Jetzt bist. Ja, ich erlebe das manchmal natürlich auch im Beruf, in meiner Praxis, wenn ich bei einem Patienten bin und im Hier und Jetzt, also in der Minute, voll und ganz da bin, dann kann um mich herum alles Mögliche passieren. Ich bekomme das nicht mit und nur meine Aufmerksamkeit gilt nur der Arbeit. Wenn ich aber dran denke, oh, da warten schon 3 Patienten, vielleicht im Wartezimmer oder dieses oder jenes, ist noch nötig und wartet auf mich, dann werde ich unter Umständen etwas hektisch, etwas nervös und ungeduldig. Dann bin ich nicht mehr im Hier und Jetzt. Und beim Yoga trainierst du eigentlich, nicht eigentlich, sondern beim Yoga trainierst du jeden Tag diese Geduld. Also jedes Mal, wenn du Yoga machst, ja, trainierst du die Geduld. Das heißt, Yoga hat mir in der Zeit ja meine Psyche gestärkt. Die wurde stabiler. Ich wurde geduldiger. Die Konzentration wurde erhöht. Und ich wurde insgesamt oder war insgesamt ruhiger und gelassener. Das war das erste Mal, von dem ich so sagen kann oder bewusst sagen kann, dass mir Yoga sehr viel gebracht, sehr viel geholfen hat. Also eine Phase, wo beide Kinder noch klein waren und ich einfach von rechts nach links und vorn und hinten nur gesprungen bin und einfach schauen musste, also komm, jetzt eins nach dem anderen machen. Das zweite Mal hat mir Yoga sehr geholfen, nach meiner oder während meiner schweren Krebserkrankung. Da hatten die Asanas natürlich eine andere Qualität. Ich konnte viele, viele Stellungen nicht durchführen, weil das mein Körper einfach gar nicht hergab. Das hat mich teilweise frustriert, natürlich, aber ich bin dran geblieben. Jeden Tag habe ich eine Stellung wieder probiert, habe geschaut, geht heute etwas, wie ist der Körper heute drauf, was passiert heute. Ja, also durch Yoga lernst du einfach deinen Körper besser kennen, du lernst es in ihn hineinzuhorchen und das ist natürlich etwas ganz, ganz Positives. Ganz nebenbei ist es ja eigentlich so, dass ganz nebenbei werden deine Muskeln gekräftigt und gestrafft. Die Entgiftungsprozesse werden durch das Yoga ja beschleunigt oder überhaupt in Gang gesetzt. Also einmal durch die aufrechte Haltung, durch die Streckung, durch die Dehnung des Körpers, der Muskeln, kommt der Sauerstofffluss besser in Gang. Somit werden auch Schlagstoffe schneller abgeleitet und Gifte aus dem Körper geleitet. Und ganz, ganz wichtig, Yoga
besteht nicht nur aus Muskelarbeit, sondern auch aus Seelenarbeit und auch aus der Atmung. Atmung ist auch ein ganz elementarer Bestandteil vom Yoga. Die richtige, die tiefe Bauchatmung wird im Yoga ja gestärkt, geübt, forciert. Hängt natürlich davon ab, wie exzessiv und wie gründlich du die Stellungen durchführst. Aber Atmung ist ein sehr wichtiger Bestandteil. Wenn du zum Beispiel die richtige Atmung durchführst, bist du viel flexibler. Du kannst also, ein praktisches Beispiel, du setzt dich auf den Boden und hast deine Beine gestreckt und schau mal, wie weit du mit dem Kopf nach unten kommst. Kommst du mit deinem Kopf, mit deiner Stirn bis zu den Knien? Wenn nicht, dann versuche, tief ein- und auszuatmen und bei jedem Ausatmen einfach ein Stückchen näher an die Knie heranzugehen. Und dann merkst du schon, vielleicht schaffst du es nicht gleich beim ersten Mal, bei der ersten Übung, dass du mit der Stirn an die Knie kommst. Aber du merkst, wenn du das ein paar Mal wiederholst und dem Körper einfach Zeit auch lässt und das Ganze in Ruhe machst, dann merkst du schon, wie du tatsächlich bis zu den Knien kommst oder da einfach in die Nähe kommst. Nun, es ist natürlich nicht elementar, mit dem Kopf, mit der Stirn bis zu den Knien zu kommen. Also das ist natürlich nicht lebensnotwendig. Das ist jetzt einfach nur ein Beispiel gewesen, wie du durch Atmung ja deinen Körper einfach geschmeidiger machen kannst und genauso durch die tiefe Bauchatmung gelangt einfach viel mehr Sauerstoff in die Zellen, natürlich in Verbindung mit der Streckung. Weiterer Punkt, natürlich seinerzeit damals hat Yoga auch nicht nur meinen Körper stabilisiert und gekräftigt durch die tägliche Übung, sondern ja auch meine Psyche. Ja, natürlich in dem Augenblick, in dem du merkst, dass jeden Tag etwas ein bisschen besser gelingt oder einfach du zur Ruhe kommst. Muss ja gar nicht immer dieses besser, schneller, weiter und jeden Tag besser werden sein, sondern einfach zur Ruhe zu kommen. Ja, ich will nicht sagen Seele baumeln lassen, aber es geht in die Richtung, einfach zur Ruhe kommen, auf sich selbst konzentrieren, in sich hinein denken, kriechen. Das allein stabilisiert schon deine Psyche und deinen Geist, macht dich einfach stärker. Der Hormonhaushalt wird auch stabilisiert, eben durch die tiefe und ruhige Atmung. Ja, insgesamt kann ich sagen, wenn du einmal das Yoga ausprobierst, dann merkst du, wie Yoga wirklich dein ganzes Denken, ja, ich hätte beinahe gesagt, das Hirn zur Ruhe bringt. Ja, also das Hirn, was ständig rattert und macht und tut, das bringt Yoga einfach ein bisschen zur Ruhe. Ja, also im Yoga kannst du natürlich reflektieren, während du die Stellungen, die Asanas durchführst, kannst du reflektieren. Oder du lässt die Gedanken einfach ziehen. Das ist noch besser, wenn du einfach ohne dir irgendwelche Gedanken machst, die Übung durchführen kannst. Ja, das ist dann, da bist du dann ganz nah an der Meditation. Ja. Wenn du dich jetzt fragst, ja Mensch, wie kann ich denn am besten anfangen? So habe ich einige Tipps für dich. Natürlich kannst du in einem Fitnessstudio oder in einer Yogaschule einen Kurs machen. Ganz, ganz toll. Es gibt
Mittlerweile, glaube ich, in allen Städten gibt es Yogaschulen. Ja, hier in München haben wir natürlich eine größere oder ein sehr großes Angebot, ein ganz ein tolles Angebot. Ich habe seinerzeit in einem Fitnessstudio angefangen. Ich glaube, mittlerweile werden in allen Fitnessstudios Yogakurse angeboten. Natürlich gibt es, kannst du auf YouTube oder auf eine andere Art und Weise online die Yogakurse anschauen oder mitmachen. Natürlich kannst du dir CDs, Videos kaufen oder auch Bücher. Also sehr gerne. Ich gebe auf jeden Fall in die Shownotes, gebe ich zwei Bücher rein, stelle ich rein, die mich besonders inspiriert haben. In dem einen Buch werden die Asanas sehr schön beschrieben, für Anfänger und für Fortgeschrittene und auch ganz spezielle Stellungen gegen entsprechende, ja, Beschwerden, ja, wie zum Beispiel Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Menstruationsbeschwerden, alles sowas ist ganz schön gegliedert. Also finde ich ganz toll, das Buch. Das habe ich schon, oh, ich glaube, bestimmt 15 Jahre. Mit dem habe ich anfangs auch intensiv gearbeitet. Und ein anderes Buch, das hat mich in letzter Zeit besonders inspiriert. Das ist von einer Amerikanerin, die hat es ganz fantastisch geschrieben, die hat über Yoga geschrieben und hat ihre eigene Geschichte, ihre Lebensgeschichte ist da drin und sie beschreibt, wie Yoga sie ja stark gemacht hat. Sie war drogenabhängig, sie ist aus sehr schlechten oder sehr, sehr schwierigen Familienverhältnissen gekommen und Yoga hat ihr da sehr, sehr geholfen. Also ganz toll, ganz tolle Frau, ganz ein tolles Buch, kann ich dir nur ans Herz legen. Was ich noch ganz toll finde, ist zum Beispiel Yoga in einem speziellen Hotel, einem Ayurveda-Hotel zu machen. Einfach so ein oder ja, Ausland natürlich, ob das jetzt Mallorca ist, Sri Lanka oder sonst wo, muss aber auch nicht so weit weg sein. Aber das wäre natürlich ein toller Einstieg. Oder wenn du sowieso schon Yoga praktizierst, das einfach mal zu machen. Denn so Yoga am Strand zu machen, hat noch mal eine viel höhere Qualität. Und ja, was ich ganz toll finde, ist, wenn ich beim Yoga, wenn ich mir ein Räucherstäbchen oder eine Duftkerze anzünde, also das hat auch noch mal, ja, eine andere Energie. Probier es einfach aus. Ich weiß, manche mögen keine Räucherstäbchen oder Duftkerzen, aber für mich hat es einfach eine ganz besondere Energie und da ist die Yoga-Session ja noch mal so gut, noch mal so gut, ja. Also in den Shownotes findest du die Adressen oder die Links zu drei Hotels und zwei Büchern, die mich ganz besonders inspiriert haben. Ja, zusammengefasst, Yoga ist etwas für deinen Körper, für deine Seele, es ist ein Sport, aber in einem Wort, für mich ist Yoga Achtsamkeit. Ja, du lernst einfach deinen Körper besser kennen und lebst dein Leben einfach intensiver. Ich wünsche dir, dass du zum Yoga findest und dass dir Yoga genauso viel bringt und gibt wie mir. Und ja, probier es einfach aus, probier es aus. Denn deine Gesundheit beginnt in deinem Kopf.
der Geschmack auf der Zunge und die Schönheit bei den Zähnen. Ich freue mich auf das nächste Mal und wünsche dir einen tollen Tag. Deine Annette.